Ich glaube, das ist schon hoch verdient. Und eins muss man wissen, ich habe großen Respekt zum Staaten. Wir machen sehr gute Jugendarbeit. Es gibt immer gute Mannschaften, sehr gute Spieler. Der Platz ist sehr klein und deswegen, wir haben sie richtig ernst genommen, das Spiel. Und Gott sei Dank, dass die Jungs von der ersten Runde schon richtig losgegangen haben. Und nach dem ersten, zweiten Tor war schon das Spiel entscheidet. Und für uns ist wichtig, dass wir jetzt fit bleiben, weil wir haben nur drei enge Spieler. Haben wir zwei, drei individuelle taktische Fehler drin. Damit werden wir auch gleich bestraft. Ist natürlich bei so einer Top-Mannschaft immer so, dass du natürlich die kleinsten Fehler gleich hart bestraft wirst. Aber ansonsten, ich bin erst selbst schon sehr zufrieden gewesen, haben sich sehr diszipliniert gespielt. Ja, und zweite Halbzeit waren halt auch mal Lücken da, wo man auch Möglichkeiten hatte, um ein Tor zu machen. Aber ich denke mal, gegen so ein Top-Team, ich denke mal Europas Top-Team, wo man etwas rumläuft und da den zweiten Halbzeit 0-0 zu bringen, ist schon sehr ordentlich. Ich bin schon mehr zufrieden. Wir wussten, wo das geht und wollten sich natürlich auch präsentieren. Und das ist auch Hertha BSC, das ist immer ein Name. Und da mobilisiert man natürlich auch andere Kräfte nochmal, die im Liga-Betrieb vielleicht nicht ganz so rausholen. Aber wie gesagt, top, super klasse.